welche Supplements nehme ich so und unterscheidet sich das vielleicht zwischen Winter und Sommer? Es kam mal wieder ein Paket von Brandlern und da dachte ich mir, können wir uns dieser Frage doch mal in einem Video widmen. Brandl supportet mich jetzt schon seit Ende 2022 und ich muss sagen, ich bin wirklich großer Fan von den Produkten und der Firma. Ja, zum einen, weil man einfach merkt, dass die Leute, mit denen ich dann da natürlich auch Kontakt habe, richtig Bock haben, geile Produkte zu machen. Dann, weil sie auch viele vegane Produkte anbieten, was für mich natürlich relevant ist. Und letztendlich auch, weil man einfach merkt, dass sie immer weiter optimieren, die Produkte weiter verbessern. Diese Woche beispielsweise wurde das Pure Protein 2.0 angekündigt. Habe ich mir natürlich direkt von jeder Geschmacksrichtung erstmal eine Packung geordert. Ich werde berichten, was der neue Favorit ist. Und damit sind wir auch schon beim ersten Supplement und einem meiner Lieblingsprodukte, nämlich Pure Protein bzw. Proteinpulver. Ist Proteinpulver unbedingt notwendig? Definitiv nicht aus meiner Sicht. Aber zum einen schmeckt es halt einfach richtig gut, wenn man noch so ein bisschen Vanille- oder Schokogeschmack oder so im Müsli hat. Zum zweiten ist es eine super unkomplizierte Möglichkeit, um über den Tag sein Proteingehalt noch so ein bisschen hochzufahren, was für mich als Leistungssportler natürlich schon auch wichtig ist. Außerdem muss ich sagen, gerade direkt nach dem Krafttraining oder an so einem langen Wettkampftag ist es auch einfach super praktisch, direkt so einen Shake parat zu haben. Womit wir zum zweiten Punkt kommen, nämlich dem Intra-Post-Endurance-Workout hier, auch ein Pulver, was ich quasi als Shake konsumiere. Es ist eine Mischung zwischen Proteinen und Kohlenhydraten im weitesten Sinne. Nehme ich manchmal direkt während dem Krafttraining, gerade an Tagen, wo ich vielleicht an dem Tag auch noch eine längere Einheit habe oder insgesamt viel trainiert habe, dass ich gleich während dem Krafttraining auch mich wieder gut versorgen will und regenerieren will. Und manchmal auch bei ja, entspannten Grundlageneinheiten, bei intensiveren Ausdauereinheiten bzw. eben wirklich so als Verpflegung. Typischerweise für den Ausdauersport ist das Verhältnis zwischen Kohlenhydraten und Proteinen nicht optimal. Da genau, braucht man ja doch einfach mehr oder weniger reine Carbs und davon möglichst viel. Deswegen helfe ich da dann immer noch mit ein bisschen Saccharose. Sag halt einfach Zucker. Das letzte Pulver, was ich wirklich regelmäßig nehme, ist dann Kreatin. Das habe ich tatsächlich jetzt auch erst vor kurzem angefangen und ja, nehme das jetzt eben so mal testweise für den Winter, wo der Fokus dann natürlich auch mehr auf dem Krafttraining liegt und auf den kurzen, intensiven Sachen für die Bahn. Jetzt bei den ersten Krafttrainingseinheiten konnte ich auf jeden Fall das Gewicht auch schon ordentlich steigern. Scheint also gut zu wirken, beziehungsweise weiß man ja nie, vielleicht ist es auch Placebo. Aber ich habe mich damit eigentlich schon gut gefühlt. Gleichzeitig ist es ja so, dass bei Kreatin auch immer so ein bisschen Wassereinlagerungen mit einhergehen können. Insofern, ja, mal sehen, wie sich das Gewicht entwickelt. Bei mir fiel es jetzt zufälligerweise ziemlich so auch auf den Beginn der Off-Season so ein bisschen. Keine Ahnung, ob es jetzt am Kreatin lag oder an der etwas entspannteren Herangehensweise bezüglich Ernährung. Aber die knapp 69 Kilo vom Bergzeitfahren habe ich aktuell auf jeden Fall nicht mehr. In diesem Sinne, guten. Ja, da muss ich mir halt im Frühjahr dann mal Gedanken machen, ob ich das im Sommer vielleicht gezielt zwischendrin immer mal pausieren oder weiternehmen. Mal sehen. Dann hatte ich ja schon gesagt, dass ich mich rein pflanzlich ernähre, mittlerweile seit, glaube ich, 7 Jahren oder so. Dementsprechend gönne ich mir ab und zu hier auch ein paar von den leckeren Vitamin B12-Tropfen. Da machen wir bei den jährlichen Untersuchungen in der IQ Move auch immer einen Bluttest mit und schauen eben jetzt speziell wegen der veganen Ernährung ein paar Werte auch nochmal genauer an. Und da war ich beim Vitamin B12 tatsächlich immer sogar oberhalb vom Sollbereich, weswegen ich dann da
ein bisschen die Tropfen auch runtergeschraubt habe und eben weniger nehme als die empfohlene Tagesdosis. Die Tropfen scheinen auf jeden Fall gut zu ballern. Dann geht es weiter mit den Pillen. Also das, was man typischerweise wahrscheinlich so im Kopf hat, wenn man an Supplements denkt. Da würde mich übrigens auch mal interessieren, welche Supplements ihr so nehmt. Also schreibt es gern unten in die Kommentare. Da ist vor allem hier das Vitamin D was, wo sich mein Konsum quasi auch zwischen Winter und Sommer schon deutlich unterscheidet. Im Winter nehme ich es einfach regelmäßig und ein bisschen häufiger. Im Sommer, ja, vielleicht mal, wenn es irgendwie wirklich ein paar Wochen die ganze Zeit immer schlechtes Wetter ist, hatten wir dieses Jahr ja auch. Da reichen zwar grundsätzlich die Speicher, also ist es ja nicht so, dass man da von einem Tag auf den anderen leer läuft. Aber ich denke mir mal, wenn ich die Dinger eh da habe, warum soll ich überhaupt an die Speicher angehen? Dann habe ich noch Eisen da. Das nehme ich aber auch eher unregelmäßig. Die Werte da letztendlich in der Blutanalyse vom Labor haben bei mir auch immer gepasst. Ich hatte das zum Beispiel, oder nehme es auch immer ganz gern mit, wenn ich im Höhentrainingslager bin, wo man ja jetzt explizit eben die Blutbildung anregen will, dass ich da einfach gut versorgt bin, beziehungsweise generell eigentlich in Trainingslagern, weil da meine Ernährung dann doch oft ein Ticken einseitiger ist. Gerade zum Beispiel mein Konsum an Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten und so einfach ein bisschen niedriger ist, was für mich ja schon so mit die Haupteisenquelle quasi darstellt. Das kann ich hier zu Hause halt einfach deutlich besser steuern, welche Lebensmittel ich da dann auch essen will, damit es halt möglichst vielseitig ist. Genauso mache ich es letztendlich auch mit dem Zink. Das nehme ich gerade in so Phasen von Erkältungswellen oder wenn ich einfach merke, dass ich vielleicht selber auch schon so ein bisschen einfach eine anstrengende Trainingsphase hatte, wo ich so ein bisschen nicht angeschlagen bin, aber halt das Gefühl habe, ich könnte da so einen kleinen Booster nochmal fürs Immunsystem brauchen, um es mal ganz unwissenschaftlich hier auszudrücken. Genau, und abends vorm Schlafen nehme ich dann immer noch Magnesium. Dann habe ich noch ein paar Produkte, die ich zwar zu Hause habe, aber wirklich sehr selten nehme. Zum einen den Pre-Workout-Shake hier, sprich Koffein. Ja, nehme ich manchmal vor Rennen, aber mit Koffein, da ich auch überhaupt keinen Kaffee trinke und so, bin ich irgendwie bisher nicht so ganz glücklich. Also ich kann dann immer abends nicht gut schlafen und das ist es mir dann irgendwie nicht so richtig wert. Dann habe ich mir irgendwann mal Jod bestellt. Ja, das vergesse ich aber auch eigentlich immer und nehme das vielleicht so, weiß nicht, einmal im Monat oder so. Ja, und auch eher für so Erkältungsphasen, ja, ich habe es halt irgendwann mal, glaube ich, bestellt oder bekommen, habe ich noch Vitamin C. Aber ich glaube, so viel Obst und Gemüse, wie ich mir reinpfeife, habe ich da eigentlich keinen wirklichen Bedarf. Eine Sache, der ich mich jetzt auch erst vor kurzem gewidmet habe, ist Omega-3. Da bin ich aber noch so ein bisschen am Experimentieren. Randl hat das nämlich nur mit Fischöl. Dementsprechend habe ich da jetzt erstmal Algenöl probiert. Werd aber... Boah, der Ingwer kickt. Werde aber... wenn das jetzt leer ist, auch nochmal so Algenöl-Kapseln vielleicht probieren. Ja, mal sehen, wie ich da verbleibe. An der Stelle auch noch der Disclaimer, was Supplements angeht, gilt letztendlich aus meiner Sicht trotzdem noch so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Klingt jetzt natürlich ein bisschen ironisch nach der langen Liste und dem Riesenhaufen an Supplements, die ich hier am Start habe. Aber letztendlich habe ich mir ja schon, beziehungsweise bei einigen auch, den Austausch eben zum Beispiel mit Peter und den Blutanalysen mir da Gedanken gemacht, was Sinn macht, was mir wirklich was bringt und was nicht. Leistungssport ist da natürlich schon in gewisser Weise auch eine Extremsituation für den Körper, weswegen man sich da mit Supplements an der einen oder anderen Stelle doch halt auch ein bisschen leichter machen kann. Man muss natürlich auch sagen, klar, wir machen Blutuntersuchungen, andererseits habe ich viele der Supplements auch schon genommen,
bevor wir angefangen haben, diese Tests zu machen. Insofern, genau genommen, kann man jetzt gar nicht mit Sicherheit sagen, ob meine Werte nur aufgrund der Supplements passen oder vielleicht, ob sie auch ohne die Supplements passen würden, rein durch die Ernährung. Ja, Ende vom Lied. Letztendlich muss da, glaube ich, jeder für sich halt so selber entscheiden, was er nehmen will, was er nicht nehmen will, was ihm zu viel Aufwand ist. Ist ja auch immer eine Kostenfrage, wenn man es jetzt nicht gesponsert bekommt wie ich. Und dementsprechend nur der Hinweis, das soll jetzt hier definitiv keine allgemeine Empfehlung sein, dass das jeder so machen sollte. So wie ich es jetzt momentan mache, funktioniert es für mich, aber sehr gut. Wie gesagt, Blutwerte passen. Immer so weit bin ich überall in den Sollwerten. Wenn dann mal was auffällt, wie jetzt bei dem Vitamin B12, dann kann man ja da die Supplementierung ein bisschen reduzieren. Und ansonsten bin ich Brandl natürlich vor allem einfach mega dankbar für den geilen Support. Freue mich außerdem jetzt nächste Woche oder wann auch immer dann auf die Lieferung vom Pure Protein 2.0. Da bin ich gespannt. Wenn ihr auch Bock drauf habt, packe ich euch den Link zum Brandl Shop auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Wenn nicht, auch in Ordnung. So oder so freue ich mich natürlich, wenn es euch gefallen hat, über ein Like des Videos. Und ja, dann mampfe ich jetzt noch mein Müsli auf. Ich wünsche euch eine schöne Woche, gebt Gas und pushing Paracycling.